Hallo Leute, wir sind schon wieder unterwegs, aber diesmal nicht zu Ikea. Das ist schon mal gut. Wir fahren jetzt nämlich zu Teddy. Wir brauchen nämlich so Sachen wie blaue Säcke. Dann müssen wir noch zur Stadt gelbe Säcke holen. Und ja, so ein paar Kleinigkeiten, so Putzzeug und so wollte ich holen. Und eventuell putze ich heute auch schon die Küche. Also den groben Schmutz auf jeden Fall, weil so richtig klein nicht putzen kann ich erst, wenn alles fertig ist. Zwerg ist auch mit am Start. Moinsen. Und Kian auch hinten. Jetzt haben wir eine Stunde Zeit und dann holen wir die Kinder ab. Und es regnet. Das ist echt schlecht. Ich hasse das, wenn es regnet, wenn wir so Sachen reintragen. Keine Ahnung, was machen. Und hier ist Schulschluss. Ich pack die Kamera mal lieber weg sonst. Ja. Unglaublich, ja. Ich wollte gerade, also wir haben noch ein bisschen Zeit gehabt für die Kinder zum Abholen und dann habe ich gedacht, gehst du mal schnell ins dänische Bettenlager. Ja, meine Matratz-Dings gucken, wie heißt das? Spannbettlaken. Spannbettlaken gucken, ne? Und dann kommt sie raus mit dem Tisch. Sie hat einen Tisch gekauft. Ich sag so, wie, du wolltest doch einen Spann, ja, aber der war so schön. Ja, da war nämlich ein Ausstellungsstück mit einer Holzplatte oben und das sieht so schön aus und unser Lacktisch ist ja voll demoliert. Ja, das ist wahr. Ja, mal gucken, vielleicht setze ich den bei eBay Kleinanzeigen zum Verschenken auch hier so rein. Ja. Weißt du, weil der hat schon so viel Macken, aber wenn jemand den irgendwie als Geschenk gebrauchen könnte, dann kann er sich den irgendwie rausholen oder so. Ja, naja, wir haben den aber erstmal reserviert, weil es ja überall noch Chaos und so und holen den dann nächste Woche Freitag ab. Ja, das Herkel wird es ab. Also brauchen wir wieder einen Anhänger. Bin dabei, Digga. Jupp. Du kannst ja, wenn du willst, die Kartons alle so auf einen Haufen räumen. Möchtest du? So, und Peggy bringt hier die Rollos ran. Ah, da bin ich gespannt. Das sieht gut aus. Zum Glück habe ich die mit der Kassette genommen, weil in die Fenster reinhängen sieht so billig aus. Ne? Papa hat für uns gekocht. Es gibt Rinderrouladen mit Kartoffeln. Und wir essen auf dem Fußboden. Ja! Kann ich auch mein Messer? Auch, so nicht auf den Fußball legen, Milan. Das 9, 12, 1, 2, 3, 4, Stück war durch. Sag mal, ein bisschen leiser. Ja, das sieht richtig gut aus. Ja, das sieht wirklich gut aus.
Und jetzt kannst du dir das selber einstellen, immer, ob du es offen willst oder zu. Genau. Und schön auch gründlich da oben, ne? Mhm. Kannst du so machen, falls wir. Was ist das denn? Boah, nimm den mal auf, Alter. Guck dir den hier. Ohne, der bezahlt keine Miete. Ne? Untermieter. Das ist, hä? Untermieter. Das ist unser Untermieter. Egal. Nicht töten, den speisen wir gleich raus. Ich hab den gestern schon gesehen. Echt? Wo ist der denn? Oh mein Gott, ist der süß. Oh. Ich hab den gestern schon gesehen. So im Hintergrund. Ja, ich hab den gesehen. So. Ja. 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 Was geht ab, Schatz? Jetzt machen wir mal einen Zustand, ja? Hallo Leute, ich habe gerade einen Livestream auf Instagram gemacht. Und der ist jetzt abrupt geendet. Sorry nochmal dafür, aber mein Akku war leer. Ja, ich gönne mir jetzt hier noch ein paar Chips. Die heißen Pommes Ketchup. Die heißen wirklich Pommes Ketchup. Echt? Hm? Schmecken die auch so? Die schmecken nach Ketchup, ja. Echt? Aber bestimmt nicht so leckerer Ketchup. Nee, so unleckerer Ketchup. Ja, so. So günstig. Ja, genau. Mhm. Also isst du quasi gerade Imbiss-Pommes. Pommes. Mhm. Obwohl die getrockneten Bananen schmecken auch richtig geil. Voll widerlich, ey. Magst du nicht? Ich habe eine probiert, Schatz. Sogar Kian macht so. Aber Milan mag die. Milan Kian, mag. Kian. Ja. Entschuldigung, Kian. Ja, ja, ich meine nur, Milan mag die. Ja, Milan, du sagst zu ihm, das ist gesund und macht du stark. Du brauchst zu Milan nur zu sagen, Milan, das ist gesund und macht stark. Er isst alles. Das ist so geil. Ich gucke jetzt Parampacha, habe mir das aus dem Internet auf dem Fernseher gestreamt, weil ich die letzten Woche halt ganz viele Folgen verpasst habe. Und ja, ich sag mal einfach tschüss und wir sehen uns dann morgen. Ich sag auch tschüss. Und er sagt auch tschüss. Im Hintergrund hält er sich lieber. Er möchte nicht gerne im Vordergrund stehen. Nee, warum denn? Okay, bis dann, morgen. Tschüss. Die Chips stinken vorher. Thinking of a slow steam.